dass sie da sind. Ich habe noch kein scharfes Bild. Warte mal. Wir sprechen mit Herrn Nackt von der Band Apparat. Ich bin ein Stück gegen alle reaktionären Kräfte hier in Stolberg, in Aachen und auch anderswo auf der Welt. Die Folter endet nie. Rockmusik so laut sein? Wir werden dennoch siegen. Ich glaube, es hat nichts mit Lautstärke zu tun. Sie muss sich auch laut anfühlen. Es ist ja so eine Bewegung, leise zu spielen. Das ist ja im Moment aktuell. Hey. So physikalisch wörtlich, und das ist total interessant. Da komme ich jetzt sofort auf Herrn Schopenhauer, ja? Der behauptet, in der Musik hören wir das Ding an sich. Das Ding an sich ist ja der Kontinent, was bei Mann nicht erkennbar ist. Das ist die wichtigste Aussage von Kant. Wir können keine Aussage über das Ding an sich. I'm gonna go.
Zusammenbruch, ein Fall, ein Versuch, ein Donnerhall. Nur aus Kälte und Distanz weich mir den Raum der Kraft. Ein Ruin ist mein Gewalt, denn ich bin nicht einer von euch. Ein Ruin ist, was mir bleibt, denn alles andere fühlt sich aus. Mit der String Theory passt das sehr zur Auflösung von Sloterdijk. Sein Text geht ja darum, dass wir im Mutterleib sind, wenn wir Musik hören. Dass das eine Erinnerung an diesen. Ja. Und da ist alles drin, da ist Allmacht drin, man ist ja alleine. Was ist noch alles drin? Dankeschön. Vertrauen. Weil man sich den Moment hingibt, man vertraut im Moment. Aber
ich finde die Frage gar nicht so wichtig, wo wir sind, sondern ich finde eher die Frage interessant, wie wir sind. Und ich finde, da fallen mir viele Sachen ein. Wir sind miteinander. Beim nächsten Stück alle mitklatschen. Wir sind gut. Wir sind zum Beispiel naiv. Ja. Unschuldig. Unschuldig, sehr schön. All diese Dinge, die man gerne öfter wäre. Und macht das dann einen Unterschied, ob man jetzt Death-Metal-Musik oder Kammermusik macht? Das ist ein totales Missverständnis, das werde ich auch nie nachvollziehen können. Diese Spartisierung von Musik, das brauche ich gar nicht. Das gibt einfach eindeutig, finde ich, Qualitäten und Mängel. Und die findet man in jeder Gruppe, in jeder Musik. Und die Motive von den Musikern sind immer das Entscheidende. Und meistens, ich glaube, alle Musiker wollen entweder Groupies, Fame oder suchen nach diesem Gefühl. Oder was? Suchen nach diesem Gefühl. Dann gibt es also Untergruppen wie politisches etc. Und Fame und Groupies interessieren natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber das Politische und das Spirituelle daran, das ist echt eine Lebensaufgabe, für die ich gehe. Und dann sage ich auch, okay, der Heavy Metaler, der Hardcore-Typ, der Hip-Hop-Typ, der Country-Musiker, der Volksmusikmensch, der Schlagersänger, man kann das immer in diese Sparten einteilen, ja. Hör mal, ich muss mal ganz kurz ja. Den Fokus, ich komme wieder, ja. Ja, ich freue mich. Halt mal fest. Nein, weil das ist so konkreter Brei, dass es ganz konkret ist. Konkret? Ja. Okay. Die Vorstellung, sich hier zu unterhalten, ist an sich so dreist, das ist für mich eine ganz konkrete, da kommt ganz viel Energie rüber von dir bei der Idee. Das finde ich sehr konkret. Okay. Also konkret ist das Gegenteil zu frei. Ich bin glücklich, also das Schlusswort von vorhin war schon gut. Jetzt haben wir noch so frei als PS dahinter. Ja. Ich danke dir sehr für deine Freundlichkeit, mal das auszuprobieren. Ich habe keine Ahnung, was dabei jetzt rausgekommen ja, ja. ist. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, ich freue mich. Danke okay. dir. Vielen Dank. Hat das immer gebrannt? Naja, ich hoffe. Keine Ahnung.